Dorsten ist eine Bergbaustadt. Mein Opa hat noch hier auf der Zeche mit den Pferden die Loren von Untertage gezogen. Mein Vater war dann schon Lebensmitteleinzelhändler. Heute sind wir in dritter Generation mit meiner Tochter. Wenn ich hier allein im Laden bin, dann denke ich an die vielen Stunden der Planung mit meiner Tochter, mit unseren Mitarbeitern. Und ich glaube, wir sind alle stolz. Wir haben versucht, hier in der historischen Fläche ein Gebäude zu schaffen, was an die Zeche erinnert, über die Einrichtung und die Ware, das Thema zu spielen, weil hier war lange verbotene Stadt. Die Menschen durften hier nicht rein, als hier noch die Zeche war. Wir produzieren sehr viele Dinge selbst bei uns im Laden, zum Beispiel die Donuts. Wir haben Mitarbeiter, die wahnsinnig kreativ sind. Wir produzieren seit über 50 Jahren selbst verschiedenste Wurstsorten, Fleischwurst, Leberwurst, Kochschinken. Wir haben mit zwei örtlichen Landwirten zusammen eigene Schweine in einer eigenen Rasse, die auf mehr als die Hälfte ihres Lebens auf Stroh stehen. Wir haben ein bisschen verrückte Marketing-Ideen. Unsere Rostbratwurst, die wir selber herstellen, ist deutlich länger. Wir bringen diese nach draußen unter dem Motto Honsels 20 cm in der SB-Wurst und unseren Käsegriller unter Honsels dicke Dinger. Man muss ein bisschen Ruhrgebietsmentalität haben, um die Dinge zu verstehen. Unsere Kunden haben das. Darüber hinaus leben wir auch hier Regionalität. Wir haben einen Dorstener Ziegenkäse, wir haben in der Nachbarschaft einen Büffelhof, der für uns Mozzarella und andere interessante Käsesorten liefert. Wir freuen uns besonders auch über die drei Generationen bei unseren Grillsoßen. Meine verstorbenen Eltern, die neue Generation, meine Tochter Julia und ich. Ich glaube, ich würde mich selber als lustigen Menschen bezeichnen. Wenn ich Mitarbeiterbesprechungen habe, wird viel gelacht. Wenn ich mit Kunden spreche, selbst bei Reklamationen, schaffen wir es häufig, mit dem Lächeln auseinanderzugehen. Bei uns im Ruhrgebiet ist der Begriff Kumpel nicht nur durch den Bergbau geprägt. So haben wir zum Beispiel bei uns im Unternehmen seit Julia mit dem Betrieb ist die Du-Kultur eingeführt. Wir trauen uns noch nicht, die Kunden zu duzen. Ich glaube aber, wenn ich in Rente gehe, sind wir soweit.